Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Ja, im Hintergrund wird geschossen, weil im Hintergrund wird irgendwas anderes gespielt. Nur für die Leute, die das jetzt wundern mag. Das letzte Mal habe ich am Ende der Session noch meine Soldaten eingeteilt und habe mir zu jedem Soldaten dazu geschrieben, ob jemand brave ist, das heißt einen hohen Mutwert hat, eine gute Feuerkraft bzw. ob er sehr stark ist. Ich habe mir das Video danach angeschaut und bin drauf gekommen, ich habe nicht alle starken Sachen eingetragen. Stärke war über 30 und habe deswegen jetzt einfach begonnen, bevor ich diese Session gestartet habe, noch einmal die Soldaten neu einzuteilen. Wir sind ausgerüstet, wir können zurück in den Kampf gegen die bösartigen Aliens gehen. Yay. Hey, wir haben Personal Armor. Few Reports. Sehr gut. Ausgezeichnet. Spitze. Was ist mit dem Spiel los? Oh, ich habe vergessen, den Akku anzustecken. Das war sehr klug von mir. Ganz kurz. Und wieder. Gut, diesen Teil habe ich jetzt rausgeschnitten. Mit dem leeren Akku. Ja, sehr gut. Personal Armor. Allocate Research. New Project. Können wir mehr in diese Richtung investieren? Es gibt auf jeden Fall neben der Personal Armor noch stärkere Armor, aber ich weiß nicht genau, was ich dafür erforschen muss. Es schaut jetzt irgendwie nichts danach aus. Vielleicht die Plasmakanonen, weiß ich echt nicht. Oder na, die Launcher wahrscheinlich eher nicht. Werden wir mal den Navigator werden wir mal verhören. Mal schauen, was uns der sagt über die Herkunft von diesen Böslingen. Immerhin muss der ja irgendwas wissen, sonst könnte er ja nicht Navigator sein. Hoffe ich, dass er was weiß. Okay, wir können jetzt Personal Armors herstellen. Allerdings würde ich ganz gerne mit der Produktion, die wir derzeit haben, fertig werden. Jetzt gehen wir doch tatsächlich die Engineers aus. Na gut, aber neue Engineers kaufe ich mir jetzt trotzdem nicht. Aber ich habe ein paar mehr von diesen Rifles, von diesen Laser-Rifles. Jetzt haben wir schon 5 fürs Schiff. Das heißt, wir können von denen noch einmal 3 weggeben. Und 4. Mhm. Ah, und noch ein Alien-Schiff. Intercept. Interceptor 1. Huch. Ah, das fliegt weg von uns, das ist schlecht. Das werden wir vielleicht nicht erreichen. Vor allem, wenn es schnell wegfliegt. Naja, schauen wir mal. Gehen wir mal auf 1 Minute. Ah, das habe ich fast gedacht. Go to last known UFO position. Schauen wir mal, ob wir es dann finden. Ist okay. Patrouillier mal. Na okay. Ich glaube, das UFO kommt nicht mehr in Sicht. Nachdem es eh nur ein kleines UFO war, wird es wohl nicht so viel Schaden angerichtet haben. Gehen wir wieder auf die Tagessicht. Construction of Large Radar System at Wien. Hey! Wir sind jetzt weiter. Das ist gut. Außerdem schauen wir mal, wie weit wir da schon sind. Wir haben schon 8 von den 20 und 11 von 15. Gut. Okay, Equip Craft. Sky Ranger. Jetzt gehen wir mal da bei Laser Rifles auf 8. Das heißt, noch mal 3 dazu.
Das heißt, wir geben da die Rifles raus, ganz und aus. Jetzt haben wir 8 Rifles und 10 Pistolen an Bord. Das heißt, ab jetzt werden wir die Pistolen ersetzen. 8 und 9 sind 15. So viele Pistolen brauchen wir eh nicht an Bord. 8 und 8 sind 6. 8 und 9 sind 15. Meine Güte, ich kann nicht rechnen. 8 und 9 sind sogar 17. 8 und 8 sind 16. Wir haben 14 Leute an Bord. Da brauchen wir echt nicht so viele. Vor allem, weil wir noch die Heavy Cannon, die Auto Cannon und den Rocket Launcher auch dabei haben. Allerdings geben wir denen allen noch die kleine Pistole mit. Das heißt, 8 und 6 passt perfekt. Dann haben wir genau 14. Okay. Und okay. Und okay. Achso. Warte mal. Wie ist das mit den Medipacks? Wie viele Medikits haben wir? 6. Gehen wir auf 10. Im Schiff. Und zwar deswegen, weil die vollbeladenen, die vollbeladenen 3 kriegen sowieso nichts. Mhm. Hm. Gut. Was? Wir werden in unserer Basis angegriffen. Sind die wahnsinnig? Okay. Das könnte das Spiel schnell beenden. Na schauen wir mal. Das heißt, es kämpfen alle 25 mit. Das ist einmal ganz gut. Jo. Robin Lund hat eine Knarre. Warte mal. Wir sollten diese Knarren tatsächlich nur Leuten geben, die auch gut schießen können. Robin, du solltest einen Raketenwerfer oder sowas geregen. Weil du bist stark. Du ebenfalls, Peter. Das ist jetzt natürlich fürchterlich. Schauen wir mal. Guter Schütze und Brave, du kriegst die Laser Rifle, die ist nämlich derzeit das stärkste, was wir so haben. Na, die Dinger lassen wir da. Außerdem kriegst du sowas. Mhm, bold und strong, aber trotzdem. Warte mal, bold und strong, wie strong? 34? Robin Lund auch 34. Der kriegt das. Trotzdem. Sie halt das und noch zwei Dings. Diese Electroflares, wenn wir nicht brauchen, immerhin sind wir in unserer Station, da soll es hell genug sein. So, we cross it. Nö. Du kriegst sowas in die Hand. Große Feuerkraft, du kriegst auch sowas in die Hand. Du bist nur bold, das passt schon. Ah, du kannst alles, du kriegst so eine Knarre. Du nicht. Du kriegst so sowas. Beziehungsweise kriegst du nachher die.
Aber jemand wie du muss gut ausgerüstet sein. Auch Feuerkraft. Vielleicht sollte man jemanden. Du auch Feuerkraft. Das heißt, wir müssen da ein paar Dings noch abnehmen. Denke, du bist relativ stark. Oh ja, du bleibst so, das passt schon. Ah, du, bei dir will ich auch, dass du eine Laser-Rifle kriegst. Bold und strong. Na, du kriegst sowas in die Hand. Das Ding kriegt der ganz vorne. Der Peter Lindquist kriegt das drum. Was ist da drinnen? Diese Dinger hier sind da drinnen. Ah, gehen wir sowas rein, was auch immer das kann. Gut, du brauchst noch eine Laserkanone. Du ebenfalls. Die Pistole da. So ein Mie, du kannst gar nichts, okay. Du rennst damit rum und wirst unser Sanitäter. Michael Sjöberg. Bold und strong, ja, das passt zu dir dann. Nur Bold, das passt auch. Ah, Sergeant sogar. Maria Watz. Auch Bold und strong. Auf Malik, gute Feuerkraft. Um ehrlich zu sein, du bist mir einfach nicht wichtig genug. Du kriegst sowas. Und dann kriegt irgendeiner von den Chefes deine Laserknarre. Laura Luca. Ist doch ein Rookie. Aber immerhin bist du ein besserer Rookie als die hier. Verstehe mich nicht falsch, meine Liebe, aber warum sollte ich dir eine teure Waffe in die Hand geben? Warum sollte ich dir eine teure Waffe in die Hand geben? Chihon, Mann. Na, immerhin Bold und Strong. Es gibt Schlimmeres. Martin Gourmand, nur Bold. Oh, sind wir einmal durch? Nein. Wir sind nicht einmal durch. Wir haben einfach zwei von diesen Knarren, deshalb. Und Strong, du kriegst das Ding. Robin Dunn, jetzt sind wir durch. Oder? Ja, ich glaube. Peter Lindquist, Kai Schröder. So, wir haben jetzt noch vier Laser, Lasergewehre. Die werden wir an die Leute verteilen, die gut im Schießen sind. Die noch keine haben. Du hast noch keine. Sollen wir dir eine geben? Ich glaube, das wäre nicht blöd. Du kriegst auch eine. B und S, das passt schon. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Was heißt denn F bei dir? Was ist denn deine Feuerkraft? 66? Und bei. Achso, du hast schon eine. Ja, wieso nicht?
bevor du dann nur mit der Knarre rumrennst, kriegst du schon sowas. Ein bisschen zielsicherer sind die Dinger schon. Mal schauen, gibt es da Leute, die nur stark sind oder die eher stark sind und nicht so gut treffen. Du zum Beispiel, du kriegst so eine Autokanone. Kraft 34, ist das zu wenig? Ich hoffe nicht. So, du bist nur brave. Ich würde fast sagen, das war's mal. Gehen wir mal in den Kampf rein. Und speichern wir ab. Wir speichern zunächst einmal. Safe Game, Let's Play. Safe Game. Gut, nachdem wir ja die Basis umgebaut haben, sollte es etwas einfacher sein, weil die Aliens nur von einer Seite kommen können. Wir schauen mal, ob wir eine Art Verteidigung aufbauen können zu dort. Hallo? Ah, gespeichert. Ob wir eine Verteidigung dorthin bauen können. Da sind die Hangare. Da ist der Aufzug. Das heißt, sie können nur von hier kommen eigentlich. Gibt es Stockwerke? Ja, es gibt Stockwerke. Aber wenn sie nur von da kommen können, dann können wir uns hier mal postieren. Wir haben da ja schon Leute stehen. Und im ersten Stock haben wir da auch Leute stehen. Naja, nicht ganz. Fast aber. Ah, aber da gibt es keinen Zugang. Das ist ja cool. Da kommt man von da nicht da dazu. Wie kommen denn die dann raus? Ah, da gibt es Stufen runter. Okay, na gut. Schauen wir mal. Piet Lund. Du siehst ein Alien. Du schießt auf das Alien. Achso, nein, du schießt zumindest nicht so auf das Alien. Du machst einen Snapshot. Das ist gut, dass du als erster ziehst, weil du hast den Kavun-Schuss. Dieses Alien sollte... Wieso lebt dieses Alien noch? Das ist unglaublich. Na okay, geh mal rein da wieder. Da kann man dich nicht treffen. Gut. Gehst mal bis daher. Naja, okay. Das soll sein. Wo bist du? Okay. Gut. Next one. Ah, okay. Du siehst da auch vor. An und für sich solltest du das Alien auch sehen. Und so ein Auto. Hast du jetzt gerade den Typen da im Dings im Zimmer getroffen? Kann das sein? Nein, Gott sei Dank. Aber fast. Na gut, geh wieder weg. Könnten wir dieses Alien noch treffen? So, wie weit kannst du noch schießen? Und Autoschuss.
Offensichtlich ist das Alien verletzt. Es trifft nichts mehr. Ich geh wieder weg. So. Können wir dieses Alien endlich entsorgen? Sehr gut. Erstes Alien tot. Geh mal in die Hocke. Und warte auf andere Aliens, die da kommen. So, wo bist du? Du bist da herum. Hm? Das ist natürlich jetzt irgendwie doof, weil wenn wir da alle stehen, dann schießen wir uns mit den Reaction Shots alle gegenseitig an. Das heißt, du gehst da mal nach hinten. Gehst in die Knie und wartest. Du gehst daher. Und gehst auch in die Knie. Susanne. Du siehst da nichts. Gut. Dann gehst du mal daher. Da bist du nämlich nicht so gut in der Schussbahn. Immerhin bist du einer von unseren Sergeant-Stanker und du kannst alles eigentlich. Du bist so gut. Du bist brave. Du kannst gut schießen. Du bist stark. Herz, was willst du mehr? Wow, Wahnsinn. Jetzt denke, muss leben. So. Du musst auch runter. Es wäre irgendwie lustig, wenn dann auch noch meine Ingenieure und Wissenschaftler rumrennen würden und man die schützen könnte als Zivilisten. Ich bin mir nicht sicher, ob das lustig wäre, aber auf jeden Fall wäre es interessant. Und Min Seo Gyu. Ah ja, stimmt. Noch ein Sergeant, der aber leider nicht schießen kann. Oder nicht so gut. Ja, jetzt ist langsam eng hier. Vielleicht solltest du dich dann nicht herstellen. Kommst du bis hierher? Nö. Bleib da mal nach hinten. Bleib da hinten. Das passt schon. Stun Rods wären eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, weil soweit ich weiß, nutzen sie, wenn sie da einbrechen, in so eine Basis immer Mind Control. Und da wäre eine Stun Rod nicht schlecht. Weil mit der Stun Rod könnten wir unsere mind-controlten eigenen Leute außer Gefecht setzen. Okay. Dass wir sie nicht unbedingt brauchen. Und das schaut so aus, als wären noch keine Aliens. Du bist in die Knie. Passt. Ja, du gehst hierher. Schaust in diese Richtung. Das war vielleicht doch nicht so gut mit dem Flammenwerfer, also mit dem Raketenwerfer dahin zu schießen. Ich hoffe, es hört da auf zu brennen irgendwann einmal in nächster Zeit. Es kann aber sein, dass eine
Anzünddings drinnen hatte. So, Milo. Ah nein, Jihoon Man. Milo war gerade vorhin noch. Karin Ottesen. Du gehst hinten rum. Okay. Mausin Gourmand, also der Vielfraß. Wie kommst du runter, oder? Na gut. Okay, erste Runde vorbei. Sollen wir abspeichern? Gute Frage. Ja, machen wir mal weiter. Hidden Movement. Hat da jetzt irgendjemanden getroffen oder hat er einfach nur geschossen? Nö, hat nicht getroffen. Na gut, du kriegst eine neue Rakete. Das ist einmal einfach. Dann gehst du raus und schaust mal. Wir sehen da nichts. Okay, und die Flammen sind weiterhin hier. Das ist nicht gut. Das heißt, das war definitiv ein Branddings, ein Brandgeschoss, was wir da vor uns gegeben haben. Na gut, soll sein. Der nächste. Oh, der hat da die Wand weggeschossen. Bist du wahnsinnig? Der hat eine Feuerkraft. Dann gehst du mal daher. Ah, okay, nein. Du bleibst da stehen, das passt schon. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Wenn es da brennt, können wir da durchgehen? Hört das auf zum Brennen? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. So, du geh mal in die Knie. Das jetzt am besten mache. Weil ich möchte eigentlich nicht durch die Flammen da durchlatschen zu den Aliens. So, naja. Du bleibst im Hintergrund, sicherheitshalber. Er kommt sicher wieder raus und schießt dann auf uns. Wir müssen so stehen, dass wir auf ihn schießen. Wir brauchen Leute mit einer hohen Reaktionszeit vorne. Hast du eine hohe Reaktionszeit? 44? Ist 44 hoch? Gehen wir mal durch. 50, 47, 57, 44, 60. 32, 45, 58, nur 60 wäre relativ gut für unsere Verhältnisse. 60 ist so ziemlich das Größte, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, die Zdenka. Sie hat die höchste Reaktionszeit. An und für sich würde sie da eh schon nicht schlecht stehen, aber ganz vorne möchte ich sie auch nicht stehen lassen. Wenn ich da durchgehe, verliert sie keine Lebenspunkte, aber Stamina und...
Das war nicht klug. Oh shit. Entschuldigung. Für diese, nicht gerade gute Dings. So, na dann gehst du mal davor. Und schießt hoffentlich auf das erstbeste Alien, das in den Weg kommt. So, du gehst da rein und gehst auch in die Knie. Die werden schon noch rauskommen. Das war jetzt sicherlich keine kluge Sache, was ich da gemacht habe, aber was soll's. Ja, du gehst da rein und schaust raus und machst so. Du gehst daher, Knie. Wahrscheinlich gerade am geringsten, dass du noch jemanden abschießt von deinen eigenen Leuten. Oh, warte mal, was ist mit dir? Was ist mit dir? Zoe? Ja, dann. Ist daher. Ja, du warst schon dran. Ist daher. Trotzdem da weiter. So, für dich geht wieder auf die Schusszahl wird geachtet. Du bist ein BFS. Das heißt, du darfst da hinten stehen bleiben. Michael Sjoborg. Yep. Mila. Auch davor. Ja, stimmt. Ich habe ihn hinten rumgeschickt. Ich weiß, wozu wir es brauchen. Was sind wir davor? Und schaust in diese Richtung und gehst in die Knie. Ich will mit dir nicht vorgehen, weil da stehen die ganzen Leute und du wirst nur auf sie schießen. Das heißt, du bleibst da mal stehen. Jetzt stirbt wer von mir. Was heißt wer? Drei Leute. Gott sei Dank war die Maria Watz da in dem Ding drinnen. Gut. Gehst da mal raus und schießt auf das. Snapshot. Und dann gehst du wieder rein. Und wir schauen mal, ob du das nachladen kannst gleich. Nö, kannst du nicht. Ist okay. Du machst Schießi Schießi.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt noch ein paar andere Sachen auch ruiniert. Gut, Maria Watz, du bist. Sehen wir hier noch irgendwas? Nö. Hier ist gar nichts mehr. Alles zerstört. Okay, du gehst wieder da rein. Schaust in diese Richtung. Und ich nehme mal an, diese Tür geht nicht mehr zu. Das heißt, die Aliens, die da kommen, werden alle gesehen von uns. Nein. Meine Süße ist gestorben im Übrigen. Was mich ganz fertig macht. Ja, du gehst einmal da rein. Und du gehst mal dahin. Okay, und du gehst dahin. So, Sabine Meyer, stärke uns den Rücken, also dir und deinen Männern und Frauen. Immerhin bist du der Captain. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden einfach immer in Deckung bleiben, warten auf den Zug der Aliens und die sollen dann einfach rauskommen. So, gehst du mal rein. Du gehst mal daher. Das heißt, jede Runde. Und du gehst daher. Das heißt, du stehst da ziemlich gefährlich. Aber die werden ja wohl jede Runde danach kommen, hoffe ich. Ja, für dich wäre es auch schön, wenn du in irgendeines von diesen Hütten gehen könntest, aber da ist noch kein Platz. Wenn da mal jemand gestorben ist, dann geht das schon. So, du gehst zu unserer Chefin. Okay. Und du gehst da weiter rauf. Du warst noch in der Frei. Das hat sich jetzt gerade selbst umgebracht. Der gute Herr Lund. Ach Gott. Hörst du auf? Da. In Panik zu sein. So, du gehst ja jetzt wieder nach rückwärts. Nächster. So, da hat irgendjemand. Hat irgendjemand geknallt. Oh. Könnte es sein, dass er sich selbst umgebracht hat? Ja. Das war sehr klug von ihm. Ja, na gut, vielleicht sollten wir doch nicht nur hinten stehen. Weil mit diesem blöden Mind-Control-Zeug machen die uns total fertig. Ah, und die Tür funktioniert da auch wieder. Wir sollten versuchen, dieses Gebiet hier zu halten.
demoliert bereits aus. Puh. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, na, machen wir vielleicht noch den Zug fertig, das ist keine schlechte Idee. Dieser Stelle werden wir vielleicht Schluss machen für heute. Achso, nein, du stehst da drinnen, das passt eh. Mist. Achso, Mist. Gut, von irgendwo müssen die ja kommen. Maria, jetzt sei nicht so. So, warte mal, bist du ihn nicht verletzt? Und du auch nicht? Gut, der hat tatsächlich nur sich selbst in die Luft gejagt. Das ist ja schrecklich. Naja, immerhin. Besser sich selbst nur als sich selbst und noch ein paar andere. Man könnte sagen, das war ein Selbstmordattentäter. Na gut, du geh da rein. Next. Was ist mit dir? Kein Platz mehr da oben. Du wartest. Du wartest. Du gehst daher. Schaust in diese Richtung. Du wartest auf bessere Zeiten. Du ebenfalls. Wir rücken dann langsam vor. Warte mal, hast du verletzt? Nö. Gut, also wie schon gesagt, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.